Hallo zusammen, willkommen auf meinem Kanal. Ihr habt ja schon länger nichts mehr von mir gehört. Das liegt daran, dass ich einfach krank war. Ich wollte das nur mal kurz mitteilen, damit ihr euch keine Sorgen macht. Wir hatten ja auch schon mehrere live nicht gemacht. Das war allerdings beabsichtigt, weil ich eine Sommerpause machen wollte. Normalerweise gehen wir ja freitags immer live auf Scammerjagd. Bekomme auch Gott sei Dank schöne E-Mails von dem einen oder anderen, der mir dann auch aktuell immer eine Nummer schickt. Das heißt, ich könnte theoretisch auch live gehen, aber es ist so, dass ich eine sehr unangenehme Operation hinter mir habe und die Genesung doch ein bisschen länger in Anspruch nimmt, als ich erwartet habe. Das heißt, wir werden mit den regelmäßigen Live, werden wir jetzt doch noch mal uns ein paar Wochen vielleicht gedulden müssen. Ich weiß noch nicht genau, wie es läuft. Das kommt jetzt so ein bisschen auf die Entwicklung an. Also garantiert noch nicht nächste Woche und vielleicht auch noch nicht übernächste Woche. Ich werde versuchen, das einfach für euch anzukündigen. Dann sind wir da gemeinsam dabei. Ja, ich wollte einfach nicht mich nur mal ganz kurz melden. Also quasi, hurra, ich lebe noch. Und damit ihr dann Bescheid wisst. Dann wollte ich an der Stelle auch noch mal ganz kurz an meinen Zweitkanal erinnern. Einige haben es ja schon mitbekommen. Ich habe die Spiele bzw. Let's Plays ausgelagert auf dem zweiten Kanal, der so langsam so wächst und vor sich hin arbeitet. Wenn ihr also so freundlich seid, dann seid doch einfach so lieb und Sascha abonniert den Kanal auch, damit da mal ein bisschen mehr Schwung reinkommt. Ne? Das ist doch ganz klar. Ich werde da das Let's Play zu Last of Us Toulouse werde ich bald abschließen. Auch das musste leider dran glauben, weil ich halt diese Operation hatte. Das werden wir aber natürlich nachholen. Und im Anschluss an dem Teil 1 ist auch schon der Teil 2 in der Mache. CD habe ich schon hier, DVD, wo habe ich sie rumliegen, da oben liegt sie. Und dann sind wir da auch am Start. Ich würde mich freuen, wenn da mehr Leute das auch abonnieren, für die, die sich interessieren. Und ja, so sieht es also aus. Das war jetzt hier, denke ich mal, relativ kurzes Statement von mir. Ich hoffe, ihr habt mich nach wie vor lieb. Und schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr am meisten vermisst habt. Nein, natürlich nur, wenn ihr wollt. Wir sehen uns dann die Tage. Videos werde ich jetzt wahrscheinlich wieder aufnehmen, also regelmäßig wieder Videos zu machen. Ich werde gleich mal versuchen, eins zu machen, was dann morgen online geht. Wieder mal zum Thema iCloud-Sperre umgehen. Mit einer investigativen Recherche sozusagen. Und dann gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Also habt einfach ein bisschen Geduld. Bald bin ich wieder voll am Start. Ja, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.